Und das ist das Problem mit klassischer Musik, man soll es nicht zu lange spielen. Ne? Doch, wenn man die Badinerie, kennen Sie die Badinerie von Johann Sebastian Bach? Das ist zu lang. Kennen Sie das Stück? Ja, ne? Vielleicht kennen Sie es von dieser Musik. Das hat Bach als Kind sehr viel gehört. Das war noch Radio damals, ne? Und da hat er so gedacht, was kann ich damit anfangen, nicht so? Ja, das letzte war gut gefunden, ne? Dankeschön. Aber man soll nicht zu lang spielen, so Mozart. Dann funktioniert das nicht mehr, ne? Nicht nur Mozart, aber auch Beatles-Stücke so. Merken Sie das? Das funktioniert nicht mehr. Das ist zu lang, nicht? Bei Mozart muss man konzentriert sein, nicht so. Beinahe da. Hier fängt es an, lustig zu werden. Ne? Hier war es noch normal, aber hier wird es plötzlich lustig. Man muss bei Mozart eigentlich früher aufhören. Vielleicht können Sie das sogar hören, wo ich aufhören soll. Geben Sie ein Zeichen, wo ich aufhören soll. Das sieht doch ziemlich normal aus, alles. Das ist ein Opernglas, was ich hier habe, meine Damen und Herren. Ich habe ein ganz spezielles, das ist ein Infrarot-Opernglas. Damit kann man durch Textilien durchgucken. Ne? Nein, aber an die Musik können Sie hören, wo ich aufhören soll, nicht? Hier. Ah ja. Ja, wenn Sie nicht sagen, spiele ich weiter natürlich, ne?